Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein Schulupdate-Video. Meine große Tochter Isabella kommt dieses Jahr das erste Mal in die Schule und ich zeige euch, was in die Schultüte kommt, was sie für einen Schulrucksack hat und was ich sonst noch so für die Schule besorgt habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und wir legen jetzt direkt los. So, wie schon gesagt, heute gibt es ein Schulupdate-Video. Das haben sich ganz, ganz, ganz viele von euch gewünscht. Ich soll doch mal zeigen, was man am ersten Schultag alles braucht. Vor allem, was in die Schultüte mitkommt. Also das ist jetzt zum Beispiel von der Isabella die Schultüte, beziehungsweise ich nenne mein Kind immer Bella. Okay, ich nenne sie Bella. Wir nennen sie immer Bella, aber eigentlich heißt sie Isabella. Die Bella kommt jetzt eben in die Schule. Die ist im Oktober wird sie 7, also sie hat, ich durfte das damals entscheiden im Kindergarten, ob sie noch ein Jahr länger bleiben darf, möchte oder ob sie dann letztes Jahr schon eingeschult werden sollte. Das sind so die Oktober, September, August Kinder, das sind ja immer diese Wackelkinder. Und ich habe damals für mich entschieden, nee, ein Jahr noch länger, fand die Bella ganz uncool und weil sie unbedingt in die Schule wollte, weil auch ihre ganzen Freunde in die Schule gekommen sind, umso mehr freut sie sich dieses Jahr auf, also in ein paar Tagen auf die Schule, die kann es kaum erwarten. Ja, jetzt habe ich voll abgelenkt von der Schultüte. Egal, das ist die Schultüte, die hat sie selber gebastelt. Ich wollte eigentlich eine Stoffschultüte, aber die Bella hat gesagt, nein, ich habe meine eigene Schultüte. Die hat sie im Kindergarten gebastelt. Sie möchte ihre eigene Schultüte und ich meine, das Kind muss sie ja tragen, nicht ich. Finde so Stoffschultüten echt mega gut, also voll schön und stylisch, aber klar, umso stolzer ist man, wenn man seine eigene Schultüte selber gebastelt hat. Die Bella meinte nur zu mir, sie hat sie gebastelt, aber befüllen muss ich sie. Also, diese Schultüte wird heute noch befüllt. Ich habe hier auch ganz viele Sachen drumherum, mit denen, die ich euch dann auch noch zeige, auf jeden Fall, mit was ich sie befüllen will oder was ich dann eigentlich alles schon gekauft habe für den Schulanfang. Eigentlich bin ich soweit durch. Ich habe jetzt auch gerade nochmal die Liste von der Schule durchgelesen und ich habe wirklich schon alles besorgt. Wir sind startklar in, ja, in 2 Wochen ungefähr kommt sie ja auch schon in die Schule. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn ich schon startklar wäre. Ja, also das ist auf jeden Fall ihre Schultüte. Hat sie wunderschön gemacht. Doch. Da kann eine Stoffschultüte einfach nicht mithalten, wenn man seine eigene selber gemacht hat. Ja, die muss ich befüllen, hat sie gesagt. Ich musste befüllen. Als allererstes zeige ich euch aber den Schulranzen von der Bella. Den haben wir aber auch schon im, ich glaube, Anfang, Ende Februar sowas, waren wir schon in den Geschäften und haben nach dem Schulranzen geschaut. Ich glaube, das macht man so, ne? Da war man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir sind in ein Schulranzengeschäft gegangen und haben da die Schulranzen getestet, ausprobiert. Für mich war relativ klar, für mich, also was heißt für mich, aber die Bella und auch die Luana haben beide einen ErgoBag. Heißt es Ergo? Also von Ergo. Ich weiß nicht, ob das dann auch, ich glaube Ergo. Auf jeden Fall vom Kindergartenrucksack schon und ich bin mega zufrieden mit dem Kindergartenrucksack. Und deswegen war für mich eigentlich relativ klar, okay, es wird auch ein ErgoBag Schulranzen. Aber trotzdem wollte ich das meine Kleine entscheiden lassen und vor allem vom Tragen, wie, was, ja, kommt es ja auch drauf wichtig, was passt dem Kind. Und, aber es ist dieser Schulranzen geworden von ErgoBag. Die Farbe und alles hat sie sich selber ausgesucht. Da habe ich ihr auch freien Lauf gelassen. Bin noch voll zufrieden eigentlich. Es ist kein quietschpinker. Es ist ein blauer geworden. Aber die Bella ist auch nicht dieses typische Mädchen, wo alles in rosa hat. Ist sie wirklich nicht. Überhaupt nicht. Die mag jetzt auch kein Ballett oder sowas. Sie ist nicht das typische rosa Mädchen. Also das war ich auch nicht und deswegen ist sie es wahrscheinlich auch nicht. Ja. In diesem Fachgeschäft für Schulranzen wurde dann auch geguckt, ob sie den braucht oder es gibt ja auch noch den ErgoBag in viereckig, aber da sie schon eine gute Größe hat, also die Bella ist 1,20 groß, ging auch dieser Rucksack weg, was ich auch viel besser finde als dieser viereckige, finde ich auch stylischer und hat ihr auch besser gefallen sogar. Ja, der hat mega viel hier zum Einstellen, hier kann man das wirklich super gut einstellen, der passt und sitzt wahnsinnig gut. Also ich kann euch ja, entweder schaut ihr das Tunibild an, ich glaube das Tunibild wird das Titelbild, wo sie den Schulranzen trägt. Also er sitzt richtig gut, aber da ist auch alles zum Einstellen. Der Rücken ist gepolstert hier. Er hat jede Menge Platz. Ich zeige euch das jetzt mal von innen. Da waren natürlich auch noch mehr Sachen dabei. Übrigens hat der Schuhranzen 239 € gekostet, aber da waren auch noch viele andere Sachen mit dabei. Ich zeige ihn euch mal, wenn ihr das seht, von innen. Der hat hier auch schon so ein viereckiges Mäffchen-Ding da drin. Da wo man dann die Hefte, wo die auf jeden Fall nicht umknicken. Das war auch schon vorhanden, von vorne rein. Dann, da kann ich das immer noch draußen lassen. Ich das immer so zu zeigen, das ist mal gar nicht so leicht. Also ihr seht, es ist wahnsinnig viel Platz. Hier hinten ist dann auch nochmal so ein Fach, wo man dann noch was Kleines reinstecken kann. Hier vorne, ich mach das mal auf, upsala, kann man die Brotzeit reinstecken. Da ist jetzt dann auch, je nachdem wie gut er befüllt wird, je nachdem passt die Brotzeit rein, weil das geht nach hinten. Hier ist ein Getränke für die Trinkflasche, ein Halter. Ich bin mal gespannt, ob die Trinkflasche reinpasst. Aber es geht auch relativ weit nach unten. Also ich denke, Platz ist da auf jeden Fall genug. Ja, und dann ist hier auch nochmal so ein kleines Netztäschchen, wo man vielleicht einen Geldbeutel oder sowas reintun kann, damit der nicht so schnell verloren geht. Ja, also ich bin mega zufrieden. Also ich war auch aber schon mit den Kindergartenrucksäcken mega zufrieden, weil ich finde halt einfach, die tragen das an ihren Rücken und da bin ich der Typ, obwohl ihr mich als Sparfuchs kennt, aber man kann nicht überall sparen. Also nicht beim... Ich denke auch mal, der wird jetzt 4 Jahre getragen und dann finde ich 239 € auch nicht viel, um ehrlich zu sein. Ja, der wurde dann eben auch ausgemessen, ob da alles passt. Also ich sag ja, hier hinten sind dann auch noch, da ist noch so ein Clips, da kann man dann den Turnbeutel dran machen. Ja, also sie kann ihn selber auf und zu machen. Ich bin wirklich zufrieden. Also man kann, ich kann nicht motzen über diesen ErgoBag. Aber konnte ich noch nie, weil die Kindergartenrucksäcke waren auch von ErgoBag. Da drin war dann auch noch ein Mäppchen, was ich auch ganz toll finde. Passend zum Schuhranzen, das will sie auch behalten, sie will kein anderes. Da sind dann auch schon Stifte mit drinne. Also der ist schon proper gefüllt, die lasse ich auch alle drinne, wobei die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die geschrieben haben, einfach 12 bunte, 12 dünne, aber das wird schon so passen. Das ist noch so ein kleiner Geldbeutel, wo dann halt auch mal was für die Pause mit reinkommen kann. Das lasse ich alles so drin. Wenn das denen nicht passt, dann werden die mir schon Bescheid geben, wenn irgendwas nicht passend ist. Aber ich denke, warum nicht? Ist doch schön sortiert. Ein dicker Bleistift, den würde ich wahrscheinlich noch austauschen, weil die wollen da einen anderen. Aber ansonsten, ich denke, das passt doch ganz gut. Spitzer ist noch mit drin. Ja. Ich denke, da wird sie sich auf jeden Fall freuen. Dann, was auch noch mit dabei war, ist ein Schlampermäppchen, wo dann, ja, sowas wie Klebestift, Scheren und sowas reingehört. Das ist auch nochmal ein Fach. Es ist auch alles vom Anfühlen, vom Anfassen sehr hochwertig, finde ich. Und natürlich habe ich den selber bezahlt. Ne? Also, so, wenn man YouTube-Videos macht oder Instagram, dann wird es ja immer unterstellt, dass man irgendwie alles geschenkt bekommt. Nein! Also kriegt man sowieso nichts geschenkt auf der Welt hier. Wenn du irgendwas geschenkt kriegst, musst du es eh versteuern. Also von dem her kriegst du nichts geschenkt. Nochmal so viel dazu. Und was ich auch cool fand, ist gleich ein Turnbeutel mit dabei. Den kann man, ich hatte den Rucksack jetzt nur schon länger nicht mehr in der Hand, den kann man hier irgendwie auch mit solchen Clips, ich weiß gerade nur nicht mehr, wie es geht, auf jeden Fall kann man den auch hier irgendwie so dran machen, gerade wenn sie jetzt Turnen hat. Dann kann man den einfach hinten an dem Rucksack dran klippen. Und da gibt es irgendwo so Clips, ja hier hinten, da ist so ein Clip und dann kann man den einfach festklippen. Was ich auch mega praktisch finde. Und ja, dann hat sie einfach auch nochmal so einen Rucksack, wo dann auch alles schön drin ist. Und was ich auch cool finde bei ErgoBag sind diese Klettis, die, wenn jetzt zum Beispiel der Pinguin nicht mehr passt, dann könnte man einfach einen neuen Kletti kaufen und den dran machen. Das wäre jetzt auch noch eine Idee, gell? So Klettis, so mit ihren Favoriten in die Schultüte. Ja, mal schauen. Da ist ja jetzt auch noch ein bisschen das. Da ist nochmal ein Fach. Ach so, da ist nochmal ein Fach, der geht dann in das andere Fach mit rein. Also ihr seht, der steht schon lange im Dachboden. Ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem beschäftigt. Aber jetzt muss er ja sowieso runter. Da passen dann super Turnkleidung und Turnschuhe und sowas rein. Perfekt, finde ich. Perfekt. Ja. Ich finde es auch cool, dass es nicht nur so ein Turmbeutel ist, sondern wirklich so ein kleiner Rucksack. Ja, und das war eben alles dabei für 239 €. Das ist so das Erste, was man definitiv braucht, weil ohne Schulrucksack kann man nicht in die Schule gehen. Wie soll man denn da dein Schulzeug verstauen? Ich bin auch schon relativ aufgeregt irgendwie auf die Schule. So, jetzt, wo machen wir weiter? Hier steht alles kunterbunt. Ja, ich mache einfach mal weiter. Ich greife mir die Sachen jetzt einfach so und dann erzähle ich euch, für was das eigentlich ist. Dann haben wir auch, das steht aber auch schon länger jetzt in ihrem Zimmer, aber es ist auch für die Schule gedacht. Wie heißt denn das? So ein Rechen... keine Ahnung. Also übrigens alle Sachen, wo ich finde, auch wie jetzt den Schulrucksack, den werde ich definitiv finden auf Amazon, werde ich unten euch in der Infobox verlinken, weil da bestimmt wieder ganz viele Fragen, woher dann der genau ist oder wo man den auch im Internet bekommen kann oder wie auch immer. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox, da könnt ihr dann einfach mal schauen. Ja. Und das haben wir eben gekauft, das soll ganz super sein für Schulanfänger, ja, zum Zählen lernen, und das benutzt sie auch schon öfters, weil man hat halt einfach nur 10 Finger und wenn es dann aber weitergeht, dann fehlen einem die Finger und das sind immer 10 in einer Reihe und dann kann man ganz gut Plus und Minus rechnen und das macht sie jetzt auch schon eine ganz lange Zeit und so ein Ding kann ich euch echt für die Erstklässler wirklich super empfehlen, für das Mengenverhältnis einfach, also bin ich total zufrieden. Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, wo ich mich jetzt greifen soll. Seht ihr mich überhaupt noch? Ups, machen wir euch ein bisschen weiter runter, weil ich weiter runter gegangen bin. Dann braucht sie für die Schule, die haben geschrieben, geschlossene Hausschuhe. Die Bella wird auch in die Mittagsbetreuung gehen, deswegen braucht sie zweimal Schuhe. Eigentlich will die Schule lieber geschlossene Schuhe, also sowas, wo wirklich geschlossen sind. Aber... ich finde es halt nicht so toll, wenn sie den ganzen Tag in zunehmenden Schuhen rumläuft. Ich weiß nicht, ich finde das halt irgendwie irgendwann unbequem. Die mögen das nicht, weil die Kinder meistens spielen anfangen. Also die fangen dann an, den Fuß, kennt ihr bestimmt von euch selber, immer zum Drehen und dann drehen und dann konzentrieren sie sich nicht mehr auf den Unterricht, sondern sie drehen ihren Hausschuh die ganze Zeit. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, für den Unterricht geschlossene Schuhe. Sie soll aufpassen und nicht die ganze Zeit die Hausschuhe drehen. Aber für die Mittagsbetreuung habe ich mir gedacht, reichen so normale Schlappen alle Male. Finde ich jetzt. Mal schauen, was die Schule sagt. Sie hat reingeklammert in dem Schreiben. Wir haben ja so ein Schreiben bekommen von der Schule. Also lieber nicht, dass man es muss, sondern dass es eher bevorzugen, genau so heißt das Wort, geschlossene Schuhe. Und ich habe mir halt jetzt gedacht, beide Varianten. Ja. Also das haben wir jetzt schon für die Schule. Das ist das, was man für die Schule kaufen musste. Genauso auch fürs Turnen braucht sie Schuhe mit weißer Sohle. Aber das kennt ihr ja alle schon. Das sind jetzt ihre Turnschuhe. Die geht ja ins Volleyball und davon habe ich sie jetzt gerade genommen. Ich denke, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Turnrucksack immer in der Schule bleibt oder ob sie den immer mitnimmt. Wenn sie den immer wieder mitnimmt, dann passt das ja. Dann kann sie das fürs Volleyball auch wieder benutzen. Wenn der in der Schule bleibt, dann kaufe ich halt noch ein weißes Paar Schuhe. Das hatte ich ja jetzt da, dachte ich, brauche jetzt nicht nochmal ein weißes Paar Schuhe unbedingt kaufen. Dann waren wir letztens im Woolworth war das, ja genau. Und da hat ihr das Set hier so mega gut gefallen. Sie hat gesagt, boah, das möchte ich für die Schule als Brotzeitdose. Ihr wisst, ich bin eigentlich eher so Schmatzfratz-Fan, ne, von solchen Dosen und nicht so, ich sag mal, günstigen Dosen, aber ich denke mal, in die Schule wird jetzt da eh nicht mehr allzu viel reingepackt, sondern da wird halt eine Butterbreze, vielleicht hier noch ein Apfel reingepackt und dann passt es. Dann passt das nämlich hier vorne, upsala, in diesen Schulranzen. So, schauen wir gleich mal, der Test. Hier, Brotzeitdose passt rein, aber da würde jetzt auch eine größere reinpassen. Eher so meine Favoriten, aber das kann man ja immer noch austauschen. Außerdem hat sie ihre Kindergarten Dose ja auch noch. Und dann hat sie sich hier noch so eine Metalldose ausgesucht. Ja, ich würde sie halt jetzt am Anfang haben und dann mal schauen wir mal, ob es reinpasst. Ja, aber gerade, nee, den kriegen wir gar nicht zu, oder? Oh doch, aber fast schon zu groß. Also da kommt da so ein Buckel zustande. Da muss man vielleicht nochmal nach einer kleineren gucken. Oder ich weiß auch noch nicht, oder stellt man die dort vorne rein. Die ist halt schon relativ groß. Aber mein Gott, soweit habe ich es auch noch nicht getestet. Ja, ich habe Mama, gell? 2 Wochen vor der Schule und sie nimmt zuerst mal den Schulrucksack in die Hand. Sowas ist ja ganz schnell nachgekauft. Auf jeden Fall halt Brotzeitbox und Trinkflasche. Dann gehen wir, ja, es wird total durcheinander jetzt hier. Aber machen wir hier weiter. Dann brauchen sie für die Schule noch einen Lappen. Einen Lappen, ja, für den Wassermalkasten und sowas. Dafür wollten die auch eine Schuhbox haben. Vielleicht sollte ich da mal das reduzierte Schild um 12,90 Euro wegmachen. Aber ansonsten habe ich jetzt für mich die Elsa-Schuhbox entschieden. Ich glaube, da waren mal Hausschuhe oder so drin. Oder werde ich das dann einfach so reintun. Malkasten und Pinsel und sowas kriegen sie von der Schule. Da ist unsere Schule echt sehr nett, finde ich. Finde ich auch toll, weil dann haben alle Kinder das Gleiche, ne? Und nicht der eine hat diesen billigen Kasten, was die Schule ja eigentlich sowieso nicht will. Und der andere den teuren. Nein, das stellt wirklich alles die Schule. Das ist genauso wie Schulhefte und sowas. Das stellt bei uns alles die Schule. Also wir sind da schon in einer super Gemeinde, sagt man das so? Aber ein Malerhemd soll man auch noch mit reinlegen. Da habe ich jetzt so ein altes Hemd von meinem Mann. Das hat die Schule auch gesagt. Einfach von dem Mann ein altes Hemd. Und dann kann sie das dann einfach so drüber werfen. Hier so anziehen und dann ist gut. Das kommt dann bestimmt durch. Das nicht auch in diese Box rein. Und so. Dann ist das Ding auch schon fast voll. Super. Jetzt soll ich mir nochmal einen kleineren umschauen. Oh, ich überlege die ganze Zeit, was ich euch jetzt noch zeigen soll. Vielleicht erstmal bleiben wir bei dem, was die Schule möchte. Und dann kommt die Schultüte. Und genauso wie so ein... Das sollten wir eigentlich nicht sowas kaufen. Aber das gab es halt bei Action für 49 Cent. Ein Pinselbecher. Ich fand den halt cool. Gelb ist ihre Lieblingsfarbe. Und irgendwie fand ich den cool. Da dachte ich mir, für 49 Cent brauche ich jetzt auch nicht einfach so... Die Schule hat gesagt, wir brauchen da einfach nur so ein Plastik... muss nichts, wie haben sie gesagt, nichts Hochwertiges sein, sondern einfach nur ein Becher. Ich fand den halt cool. Da gibt der Pinsel dann auch nicht um, ne? Weil der ja, also, das nur so ein kleines Loch hier vorne ist. Und Leute, für 49 Cent brauche ich nicht irgendeinen Becher nehmen. So habe ich zumindest gedacht. Also schaut mal, da habe ich beim Action nämlich auch, das weiß ich schon gar nicht mehr, so eine Flasche mitgenommen. Die würde bestimmt besser reinpassen, weil die nicht ganz so groß ist. Wo ist die andere? Ah, die habe ich wieder weggepackt. Ja, schaut's, die würde besser reinpassen. So Leute, jetzt ist dann mein Akku leer. Ich lade mal kurz meinen Akku auf, beziehungsweise wechsle den Akku. So, Akku habe ich wieder gewechselt. Also, wo haben wir stehen geblieben? Die Flasche passt da viel besser rein. Ja, schaut's, passt da viel besser rein. Aber es ist halt eine Glasflasche, da habe ich ja auch noch, wo ich den Action Haul mit euch gedreht habe, da habe ich ja auch schon überlegt, ob ich die mitnehmen soll. Egal, ich habe sie jetzt auf jeden Fall. Falls die andere echt gar nicht reinpasst, habe ich ja schon eine andere. So, ich setze mich wieder ein bisschen bequemer hin. So, was haben wir denn noch alles mitgenommen? Ja gut, dann glaube ich, kommen jetzt ganz viele Sachen für die, also ganz für die Schultüte. Also das ist auch noch was von der Schule, was wir kaufen sollten. Klebestifte, genau. 2 Stück wollten die, wir haben 4 Stück. Ich denke, man braucht auch mal einen zu Hause. Und Spitzer auch, aber da hat sie ja sogar einen im Etui, aber ich denke, einen lasse ich ihr auch noch im Kindergarten, in der Schule. Ja, da habe ich 2, also einen für zu Hause und einen für in die Schule. Stand auf diesem Zettel auf jeden Fall mit drauf. Achso, und was ich auch noch gekauft habe, man soll alle Sachen beschriften. Da habe ich so von Edding so einen Wäschebeschrifter. Also man soll alle Anziehsachen, alle Schuhe, alles mit Namen versehen. Das muss ich auch noch machen, aber dafür habe ich den Stift geholt, dachte, der ist ganz gut, weil der lässt sich halt dann nicht rauswaschen. Keine Ahnung, steht einfach Wäsche, Laundry, Marker dran. Ja, was mich auch interessieren würde, habt ihr Schulkinder, kommen eure Kinder in die Schule oder steht es erst nächstes Jahr voran oder sind eure Kinder schon lange in der Schule oder wenn ihr irgendwelche Tipps oder sowas habt, nur her damit, nur ab in die Kommentare. Mich würde es wirklich interessieren, inwieweit ihr Mama seid oder nicht. Ja. Aber wahrscheinlich schon, oder? Man bereitet sich schon einfach so vor. Keine Ahnung. Ja, dann machen wir aber weiter, was ich so für die Schultüte gekauft habe. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Schnäppchenjäger. Das habe ich mal mitgenommen, wo das für 10 Cent im Angebot war. Bei, was war denn das? Das war so ein XXL-Haul auch. Schon online, schon lang. Beim Teddy, glaube ich, war alles auf 10 Cent runter reduziert eine Zeit lang. Und da war halt auch solche Stempels, wo sehr gut, schön gemacht und sowas weiter so. Und ich denke, das ist super für die Schultüte. Das kommt auf jeden Fall in die Schultüte mit rein. 4 Magnetlesezeichen kommen mit rein. Auch die waren damals für 10 Cent. Und ich denke, gerade wenn sie das Lesen anfängt, das sind so mit Einhörnern oder so, ist das ganz praktisch. Ich mache dann auch die roten Bockball alle ein bisschen weg. Dann habe ich so einen Zauberwürfel, das ist auch so ein kleines Spielzeug. Das kommt auf jeden Fall in die Schultüte mit rein. Auch das hat nur 10 Cent. Also ihr kennt mich, ich kaufe dann halt voraus und denke mir, das könnte ganz gut passen dann für die Schultüte oder so. Und das habe ich halt jetzt alles gerade zusammengesucht. Dann habe ich das auch gesehen. Mal schauen, ob das wirklich alles reinpasst. Ich versuche es jetzt. Ich packe sie auch gleich jetzt im Anschluss, wenn ich das Video mit euch fertig gedreht habe, packe ich auch gleich die Schultüte und dann stelle ich sie wieder oben hin. Liegt oben bei der Küche bei mir, aber dass das schon mal weg ist, einfach so ein Gedankenzug weg. Erledigt, Lisa. Es ist so ein Kalender. Muss jetzt zum selber basteln. Ich denke, der macht sich dann ganz gut. Die bastelt eh so gerne. Und fand den irgendwie süß. Ja, auch von Action. Hat auch nur ein paar Euros gekostet. Dieser Traumfänger, den habe ich auch mir gedacht für die Schultüte. Ich bin ja echt mal gespannt, wie viel ich in die Schultüte reinkriege. Aber auch übers Bett. Ich denke, Mädelstraum, oder? Zum selber basteln. Ja, ich finde halt, nicht nur Süßigkeiten sollten in die Schultüte, auch die Schule hat geschrieben. Die hatten da auch ein paar Ideen. Die kann ich euch später ja mal vorlesen, wenn ich meine ganzen Sachen gezeigt habe. Dass halt einfach nicht nur Süßigkeiten reinkommen. Klar, es kommen Süßigkeiten rein, aber was, die dürfen ja sowieso nicht alles auf einmal essen. Und was wollen sie dann mit einer ganzen Tüte voller Süßigkeiten? Deswegen sind so Kleinigkeiten auch ganz nett, finde ich. Dann habe ich bei Action auch gefunden. Also vieles habe ich auch von Action, weil da gibt es halt auch mega viele kleine Sachen. Ihr wisst, Kinder freuen sich am meisten über diese, über sowas. Über so eine kleine Lego-Figur, wo zusammenbasteln ist mit Überraschung, was da für eine drin ist. Ne? So Überraschungstüten. Haben wir uns als Kind doch auch mega gefreut. Ja, das ist so eine kleine Lego-Figur eben noch. Dann steht die total auf Glitzerkleber, welches Mädchen nicht. Und da habe ich so ein ganzes Pack ihr geholt, auch eben bei Action. Ja, denke, das kommt auf jeden Fall in die Schultüte. Mal schauen, ob das so ganz reinpasst oder ich reiße die Packung einfach auf und tue die einzeln rein. Schauen. Dann habe ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so, boah, ich glaube, das passt gar nicht in die Schultüte. Ich weiß es nicht, wenn es nicht reinpasst, werde ich ihr das so nebenbei noch geben. Es ist so ein ganzer Kasten mit Holzstiften drin in verschiedenen Farben. Ich denke, da wird sie sich voll freuen, weil die malt so gerne. Das wird auf jeden Fall zum Schulanfang dazu geschenkt. Ob das jetzt in die Schultüte reinpasst, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. So Schulcookies, also ein paar Kekse mit Anna und Elsa. Ja, die werden dann wahrscheinlich einzeln so ein bisschen reingeschmissen, einfach zum Befüllen der Schultüte. Welches Mädchen steht nicht auf Labello? Die Bella steht übelst auf Labello und die kleine Schwester macht hier jeden Labello kaputt. Deswegen auch das kommt in die Schultüte, Labello. Dann sind hier solche Kaugummis, die kommen auch komplett da rein, weil die steht sowas von auf Kaugummis und da hat sie mal die ganze Brandweite und da kann sie kauen ohne Ende. Ja, Schultüte. Genau, das ist jetzt noch für die Schule. Das kann ich gleich mal ins Schlampermäppchen tun dann später. Das kommt auf jeden Fall in die Schultüte, in den Schulranz, weil die ja noch eine Schere brauchen. Ich denke, die wird auch scharf sein. Keine Ahnung. Eine Schere halt. Gott, wie viele Buntstifte habe ich eigentlich? Da nochmal Buntstifte. Gut, das habe halt einfach nochmal Buntstifte. Aber das sind jetzt 12 Stück. Vielleicht muss ich die auch tauschen. Mal schauen, was die Schule sagt. Weil die auf dem Zettel steht, wir sollen 12 Buntstifte dünne nehmen. Und bei mir im Mäppchen sind ja auch dicke mit dabei. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie pingelig da die Schule denn jetzt letztendlich ist. Dann haben wir hier so einen Blinky-Ball. Der kommt auf jeden Fall mit in die Schultüte. Da wird sie sich mega freuen. Nutella to go. Kommt natürlich auch in die Schultüte. Dann 2 Staedtler-Stifte. Ich denke, die tue ich auch in die Schultüte, weil... Wie ist denn das? Die Schule möchte... Ja, obwohl, das könnte ich auch, aber ich weiß nicht. Upsala. Also auf das steht die Schule. Das haben die uns, sogar einen haben sie uns geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Auf Staedtler in Dreiecksform. Ich glaube, das können die Kinder halt auch am besten halten. Der wird auch direkt in ihren Schulmäppchen kommen. Und dann finde ich den eigentlich auch noch ganz cool. Aber der ist, glaube ich, dicker. Der ist denen fast zu dick wahrscheinlich. Auch von Staedtler, der ist ein bisschen dicker. Ja, mal schauen, wie ich das so handhaben werde. Oder ob ich davon dann noch einen mit reinpacke. Aber der ist jetzt nicht dreieckig. Keine Ahnung, auf jeden Fall als Bleistifte dann genug. Und da ist dann auch noch ein Spitzer und Radiergummi. Aber ich glaube, das tue ich in die Schultüte packen. Und das kommt natürlich auch in die Schultüte. So ein paar Textmarker. Ja. So halt so ein paar so So Kleinigkeiten, ne? Ein Locher. Da wird sie sich mega freuen, weil sie immer meinen genommen hat. Und ich immer dann geschimpft habe, wenn sie nicht wieder aufgeräumt hat, sondern hier oben lag. Also hat sie ihren eigenen Locher. Hallo? Genau, ich glaube, das braucht man nämlich noch für die Schule. So eine Heftmappe. Tue ich jetzt dann auch gleich in den... Das stand nämlich auch drin, dass wir es kaufen müssen. Habe ich in Pink. Auch jetzt sehr neutral. Wenn sie da irgendwas draufkleben will oder so, kann sie es mit Papa leer draufkleben. Ich brauche da jetzt nicht. Die hat eh jetzt nicht so, dass sie total auf Anna und Elsa, ja, das geht, aber dass ich jetzt alles von Anna und Elsa habe, habe ich jetzt auch keine Lust. Dann, was ich auf jeden Fall gekauft habe für die Schule, ist ein Freundebuch. Dann können ihre ganzen Freunde reinschreiben. Das habe ich jetzt von Netto gekauft. Das gab es da gerade. Also ich habe das so in der Zeit, wo ich dann schon wusste, so ab März habe ich angefangen. Immer wenn ich irgendwo was gesehen habe, habe ich es halt mitgenommen, ja. Und da meine Kleine auch irgendwie, die Luana, eine kleine Schultüte oder sowas kriegt, wobei das passt ja nicht mal in die Schultüte rein wahrscheinlich. Das passt dann wahrscheinlich auch nicht rein. Das werde ich so separat einpacken. Einfach in Geschenkpapier und dass sie dann zu Hause nochmal auspacken dürfen. Dass sie auch die Kleine ihre Kindergartenfreunde reinschreiben lassen darf, weil das sieht sie halt bei der Großen. Und sie darf sogar auch schon oft im Kindergarten reinschreiben und deswegen einmal für den Kindergarten und einmal... Ja, man muss so ein bisschen auch an die Geschwisterkinder immer denken, ne? Dann habe ich hier noch so ein Pinselset. Das werde ich auch in die Schultüte mit reinpacken. Ihre Pinsel sind schon voll verranzt oder verholzt. Keine Ahnung. Jetzt bimmelt das Telefon hier. So, mal lautlos machen. Ja, da hat sie dann einfach ihre Schulsachen. Dann habe ich hier noch so ein Mini-Maus-Heft. Das wird auf jeden Fall auch in die Schultüte kommen. Auch das habe ich mal für 10 Cent gekauft. Ja, kann sie dann was reinmalen, ihre Notizen, sie kann ja dann bestimmt bald schreiben, reinschreiben. Was haben wir jetzt hier noch? Ja, dann habe ich das eigentlich alles. Und natürlich habe ich jetzt hier auch noch, upsala, ein paar, upsala, da habe ich noch ein paar Sachen mehr. Ein Handwärmer, auch für die Schultüte. Also ihr seht schon, ich habe ganz viele Sachen, was jetzt nicht mit Süßkram unbedingt bedeutet, sondern so ein paar nützliche Sachen, ne? Was jetzt nicht so unbedingt Süßkram ist. Aber natürlich auch Süßkram. Hier sind so ein paar Lollis. Hippo, Duplo, die steht übelst auf Duplo, das ist eine ihrer Lieblingssüßigkeiten. Und auch Kinderkarts mag sie sehr gerne. Die steht ja auch vor auf Mao Am Bonbons, ein paar Smarties, Mao Am. Solche Ketten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und so eine Uhr, so Zuckerdingsbums, eine Muschel zum Lecken. 2, glaube ich, habe ich da. So eine Kinderschokolade. Übrigens habe ich das von einer Abonnentin geschenkt bekommen. Und das ist doch super für die Schultüte. Ja. Ja, warum nicht? Du musst es ja nicht alles doppelt kaufen, wenn du das eh schon zu Hause hast. Kindercountery. Und dann werden auch noch so ein paar einfach reinfliegen. Einfach so von den kleinen Dingen. Einfach so noch reinstopfen. Ja, und das war dann das Ganze, was in die Schultüte kommt, was für den Schulanfang ist. Ich habe mir die Liste jetzt vorhin auch nochmal... durchgelesen, also ich kann euch das mal ganz kurz erläutern. Da steht was, wir brauchen echt nicht viel. Bitte besorgen Sie zum Schulanfang folgende Arbeitsmittel. Ein Schulranzen, in dem Arbeitsmaterial im Format DIN A4 reinpasst. Eine Ranzenmappe, 2 dünne Bleistifte, 12 dünne Bleistifte, 12 dünne Buntstifte, Entschuldigung. Keine Filzstifte, keine Feinliner oder ähnliches, kein Füller. Einen guten Radiergummi, ein kurzes Lineal. Ach, das muss ich noch gucken, ob wir das haben. 2 mittelgroße Klebestifte, eine runde Kinderschere. Runde Kinderschere? Was habe ich? Voll die Spitze, oder? Ein Spitzer mit Dose, ein Turnbeutel mit Turnschuhen und dass die keine schwarze Sohle haben, ein Turnhemd, Turnhose, Hausschuhe mit fester Sohle, ein Haargummi fürs Turnen noch, habe ich gerade vergessen vorzulesen. Hausschuhe mit fester Sohle, möglichst geschlossen, das ist, was ich vorhin erwähnt habe. Schuhkarton für Malutensilien. Standfester Wasserbecher, Lappen oder kleines Handtuch und ein altes Hemd oder ein Malerkittel. Und dann steht auch nochmal ganz groß, kein Wasserfarbkasten und keine Pinsel und auch sonstiges nicht, wie Hefte oder sowas. Entweder kommt es noch von der Schule, aber ich glaube nicht, soweit ich das gehört habe, das wird dann wirklich von der Schule peu à peu immer gestellt. Ja, Es wird also, es ist ein mega langes Video gewesen. Wie immer habe ich mega lange geredet. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Inspiration geboten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Ich werde jetzt halt im Anschluss die Schultüte packen, werde euch das im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. Vielleicht interessiert das ja einen oder anderen, wie oft ich die Schultüte nochmal aus- und einpacke, weil ich es irgendwie nicht schaffe, dass die ordentlich zugepackt wird. Und ansonsten ist das Video eigentlich jetzt fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!